Sie laufen hier gleich mit, sind Sie aufgeregt? Ja, es ist mein erster Wettkampf, aber ich bin in der Arge unter Druck geraten. Die Kollegen haben gesagt, wir laufen und was ist mit Ihnen, was ist mit Ihnen? Da habe ich gesagt, okay, ich laufe mit. Wie haben Sie sich vorbereitet? Also ich laufe regelmäßig, also es besteht nicht die Gefahr, dass ich hier kollabiere, aber ich habe noch nie so eine Atmosphäre und so ein Wettbewerb. Ich laufe so für mich um den Töppersee und das ist es dann, aber das sollte für heute reichen. Wir sind hier beim City Run. Jemand, der es noch nicht kennt, was passiert hier? Ja, das ist der größte Firmenlauf im Ruhrgebiet. Den haben wir vor 5 Jahren begonnen. Das ist also der 5. Lauf, den wir da machen. Und zurzeit haben wir Wachstumsraten von 30% an Läufer. 5.500 sind es jetzt und 316 Firmen. Wir werden schon allmählich auch international. Wir haben ein Team von Nimwegen hier mit 70 Leuten. Warum wird sowas gemacht? Ja, wir möchten als gute Bürger dieser Stadt und Arbeitgeber attraktiv für unsere Mitarbeiter bleiben und noch attraktiver werden und auch an die Stadt etwas zurückgeben, weil seit 1998 fühlen wir uns hier sehr, sehr wohl. Wie lange im Vorfeld wird sowas denn organisiert und wie lange haben Sie diesmal gebraucht? Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Das heißt also, in ungefähr 4 Wochen geht die Terminplanung für den nächsten Lauf los. Und da haben wir 2 Leute, die fast nichts anderes tun, als diesen Lauf organisieren. Es ist viel, viel Arbeit. Und was ist daran die Arbeit? Die Arbeit ist die Organisation, die ganzen Sponsoren wieder zu bekommen. Nicht? Das ist schwierig. Und die wirtschaftlichen Bedingungen sind entsprechend. Ja, und dann natürlich jedes Jahr eine neue Idee zu haben, wie man das Ding noch attraktiver macht, noch größer, noch toller. Die Stimmung ist hier ja ziemlich gut, oder? Ja, die ist super. Und jetzt warten Sie mal ab, wenn die Sonne noch 10 Grad nach unten geht, dann wird es noch besser. Verspreche ich Ihnen. Für die Citybank. Und wir wollten mal wissen, ob Sie sich gut vorbereitet haben. Ja, vorbereitet haben wir uns. Klar, denke ich mal, jeder hier. Womit? Wie? Durchs Laufen im Wald, um Feld. Und dann natürlich jetzt vor kurzem die mentale Vorbereitung. Und zwar? Ja, indem wir einfach sagen, wir wollen das alle gemeinsam schaffen. Sind Sie schon mal mitgelaufen? Ja, im letzten Jahr, das erste Mal. Und dieses Jahr das zweite Mal und ja, ich freue mich auch. Erzählen Sie ein bisschen vom letzten Jahr, wie war es? Es war für mich persönlich ein bisschen anstrengend, weil ich Rückenprobleme hatte, aber ich habe die Strecke doch geschafft und konnte auch stolz darauf sein. Es war nicht in der allerbesten Zeit. Ich habe 20 Jahre Fußball gespielt und normalerweise bin ich die Strecke in 20 Minuten gelaufen, da war es 35 oder so. Und wie viel schaffen Sie heute? Ich denke mal, da ich jetzt gegenüber dem Vorjahr abgenommen habe, denke ich mal so Anfang 30. Ne? Viel also, Glück. Die Zahl ist jünger als ich bin, ne? An Jahren. Was Sie sich vorbereitet haben? Genau wie mein Kollege, auch durchlaufen im Wald, mache ich jede Woche. Allerdings auf der Straße zu laufen ist vollkommen anders und im Pulk von so vielen Leuten zu laufen ist auch vollkommen anders. Aber es macht Spaß. Sie laufen für Lichtblicke. Das ist korrekt, aber und das machen wir nicht zum ersten Mal, das machen wir ganz gerne und das machen wir sehr häufig, um auch Präsenz unserer Aktion bei solchen Veranstaltungen zu zeigen. Bei dem City Run, da machen wir dieses Jahr zum ersten Mal mit. Wir vertreten die Apotheke Mantenklotz am St. Anna. Wir haben mehrere Apotheken hier in Duisburg und weil wir was für die Gesundheit tun wollen, nicht nur für die des Kunden, sondern für uns auch, laufen wir halt mit. Wie haben Sie denn Ihre Mitarbeiter mobilisiert? Wir sind schon so kleine Lauftrupps, ja, und dann, ja gut, wir haben einmal das Startgeld natürlich übernommen und dann gehen wir nachher noch lecker essen und, ne, muss ja belohnt werden auch, ne. Haben Sie gut in der Hand, ich sehe das schon. Wie viele sind denn auf den Zug mit draufgesprungen, dass Sie gesagt haben, ich bin dabei? Im Moment sind wir 6, der 7. steht noch aus, wir hoffen aber, dass er auch noch eintrifft. Und nächstes Jahr? Mal schauen. Also ich laufe heute für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Das ist meine große Premiere, habe ich bisher noch nicht gemacht. Bin gespannt, ob ich die 5,4 Kilometer schaffe. Ich habe 4 Wochen jetzt schon trainiert. Mal sehen, ob ich es durchhalte. Außer dem Training hast du dich anders vorbereitet? Mental natürlich. Ich habe mich mal ein bisschen durchkneten lassen, natürlich. Man muss ja auch ein paar positive Seiten haben, aber ansonsten, nee, einfach joggen. Und klein angefangen, erst mit 2 Kilometer, 3, 4 und jetzt zum Schluss ein paar große Runden und deshalb denke ich, dass ich das schaffe. Wer feuert dich denn heute an? Natürlich meine Freundin, aber hier sind auch ein paar Freunde, die auch extra hierher gekommen sind. Ist ja ein Riesenevent, ganz tolle Sache von der Citibank, dass sie das hier durchführen. Und schön, dass auch das Wetter mitspielt. Also ich hoffe, dass alle die Daumen drücken. Ja, und ich denke, an diesem City Run kann man sehen, wie sich Duisburg verändert hat. Als wir vor 5 Jahren angefangen haben mit dem ersten Lauf, hatten wir knapp 1000 Läufer. Heute über 5000, wir nähern uns den 6000.
und kommen dann jetzt mittlerweile in Größenordnungen, wo wir zu den größten Läufen dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland werden. Und das ist toll für die Stadt und das zeigt, hier ist richtig Drive drin. Sind Sie da nicht schon mal in Versuchung gekommen mitzulaufen? Nee, das ist schön, wenn man hier nur starten muss und dann warten kann, bis die ersten Läufer reinkommen. Denn wenn man sieht, wie die das regelmäßig betreiben, laufen, dann muss man einfach zur Kenntnis nehmen, da muss man Zeit für haben, da muss man permanent dranbleiben, um auch so fit zu sein. Und da reicht bei mir die Zeit in keinster Weise. Und hintenher zu traben, ist, glaube ich, zurzeit nicht so ganz gut. Und Sie feuern dafür aber kräftig mit an? Ja. Wir werden hier starten und anfeuern und Spaß haben und hoffen, dass wir durch unser Anfeuern den ein oder anderen zu persönlichen Bestleistungen treiben können. Und wenn nicht, zumindest wollen wir sie dann zu einem wirklichen Spaß treiben. Sie laufen gleich mit. Nein, ich werde meine Mannschaft anfeuern und die sind schon alle in der Startaufstellung. Und ich denke mal, das Wirtschaftswunderteam wird einen guten Platz holen. Wen haben Sie mitgebracht als Ihre Mannschaft? Das sind Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Duisburg, aber auch eben Vertreter von Unternehmen, auch von anderen Wirtschaftsförderungen, ein bunt gemischtes Team. Wie viele ungefähr? Wir sind ungefähr 20. Haben Sie bei den Proben mal zugeguckt und sich mal Gedanken gemacht, ob es zu schaffen ist? Ja, es könnte gut klappen. Warum sind solche Veranstaltungen so wichtig? Ja, ich denke mir gerade, was bei Firmen wichtig ist, dass man auch dadurch, sag ich mal, seine Teamfähigkeit herausstellt. Und ich finde das richtig toll, dass sich hier die Kollegen außerhalb ihrer normalen Dienstzeit, und es wird noch nicht bezahlt und nichts, die stellen sich da einfach zur Verfügung. Ja, ist ein Wahnsinn. Also letztes Jahr das erste Mal dabei gewesen. Es ist einfach grandios. Wetter passt natürlich. Aber eigentlich würde ich auch ganz gerne laufen. Aber? Wir haben keine Mannschaft zusammen in der Firma. Und wie sieht es im nächsten Jahr aus? Wir geben uns Mühe. Trikots haben wir schon. Sie unsportlich hier? Ja, wenn ich so sportlich veranlagt bin, ich bin lieber fürs Feiern als zum Laufen. Aber das ist ja auch mal Feiern. Bei dem Wetter kann man schön. Und was machen Sie heute hier? Ja, ich gucke mir den Trubel hier an. Bin ganz begeistert über die Masse an Teilnehmer und finde also ein ganz gutes Event hier für die Stadt. Wie oft waren Sie denn schon hier? Wir als Königbräuer machen das jetzt zum vierten, fünften Mal, also von Anfang an mit. Und wie ist die Stimmung dann immer? Ja, die Stimmung ist immer besser geworden, weil der Veranstaltungsort ja von der Königstraße hin verlegt worden ist. Und natürlich bei dem Ambiente konnte man auf der Königstraße nicht gehen. Aber ich meine, hier die Tatsache beweist, super. Die Veranstaltung heute ist mal wieder riesig gut besucht. Ist das Ihre erste, wo Sie dabei sind? Nein, wir, so wie sich das gehört, in einer guten Nachbarschaft, unsere fünfte Veranstaltung, die Premiere, da bei der Premiere vor fünf Jahren waren wir Hauptsponsor und heute machen wir das Catering hier in dem VIP-Bereich und meine Mitarbeiter, unser Team ist so 50 Mitarbeiter stark und das ist für uns ein Muss, in Duisburg dabei zu sein und wir setzen heute auf gute Zeiten. Die Kugel drehen wir ja schon schnell ab und jetzt bin ich gespannt. Der Chef läuft mit, unser Geschäftsführer und ich halte hier die Stellung und trage für alles die Verantwortung, dass es auch gut wird. Wer feuert denn jetzt Ihren Chef an? Naja, wir von hier aus und das kommt ja vom Herzen und das Team steht zusammen. Gut, in welchem Jahr wollen Sie mitlaufen? Ja, ich wäre schon fünfmal dabei gewesen, aber leider Gottes gibt es Dinge, die einen auch schon mal ein bisschen bremsen und meinen Ehrgeiz zurücknehmen. Deswegen stehe ich hier als die Glücksbotin und drücke die Daumen. Muss ja auch jemand machen. Das mache ich ja gerne und gelingt mir auch immer.